Ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 36, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend ein Gesetz zur Stärkung der finanziellen Ausstattung bei der Flüchtlingsunterbringung, Berichterstatter Abg. Pfaff Greifenhagen. Ich bitte um die Berichterstattung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen die Stimmen der LINKEN bei Stimmenthaltung von SPD und FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/5470 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Erster Redner ist Kollege Bartel, CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Landesregierung, der Sie tragenden Fraktion, war es immer sehr wichtig, die Frage der Flüchtlingsunterbringung im großen Konsens mit der kommunalen Familie durchzuführen. Aus diesem Grund sind die Pauschalen für die Flüchtlinge hier in dem Land Hessen auch besonders hoch im Ländervergleich. Was jetzt dieses Gesetz anbelangt, geht es im Wesentlichen um die sogenannte kleine Pauschale. Das sind die Zuwendungen des Landes an die Kommunen für die Personen, die bereits in das Sozialsystem integriert sind, die also entsprechende Transferleistungen beziehen. Und sie bekommen zusätzlich eine Pauschale für Maßnahmen der Integration. Und die wurde in diesem Gesetz sehr deutlich nach oben angehoben. Das zeigt die gute Zusammenarbeit dieser staatlichen Ebenen. Das kam auch im Wesentlichen bei der Anhörung zum Ausdruck. Ich möchte nur zwei Zitate hier vortragen. Einmal Herr Gieseler vom Städtetag. Zitat: Es gab Gespräche zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden zu dieser Frage. Der vorgeschlagene Gesetzentwurf spiegelt die Ergebnisse wider. Und Herr Ruder vom Landkreistag: Im weiteren Verfahren konnten wir außerordentlich gut mit dem Ministerium zusammen, zwar nicht alle, aber die meisten maßgeblichen Punkte klären. Das heißt, dass wir hier auf einem guten Wege sind, auch nachdem die Flüchtlinge in die Kommunen gekommen sind und in das Sozialsystem integriert sind, hier zusätzliche Maßnahmen zu fördern, damit die Integration auch gelingen wird. Besten Dank. Vielen Dank. Nächster Redner, Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann es hier auch sehr kurz machen bei diesem Gesetzentwurf. Wir sind grundsätzlich mit der Umsetzung der Unterstützung der Kommunen im Reinen, auch wie es hier die Landesregierung vorgeschlagen hat. Wir hatten ja noch einmal eine kleine Diskussion im Ausschuss bei der Frage, wie gehen am Ende Landkreise mit den kreisangehörigen Kommunen um bei der Frage Leerstand und den Konsequenzen daraus. Da sind wir noch sozusagen im Dialog. Was uns stört, ist, wenn man das Landesaufnahmegesetz anfasst, wären wir der Meinung gewesen, hätte man die aus unserer Sicht nicht so deutliche Regelung als Gemeinschaftsaufgabe zu formulieren, die Landkreise und die Kommunen erfüllen diese Aufgabe, sondern das hätte man auflösen müssen. Es gab ja in der Umsetzung den einen oder anderen Rechtsstreit in der Fläche. Die sind zwar juristisch entschieden worden, aber auf Grundlage der Regelung des Gesetzes, die wir für nicht angemessen halten. Darum werden wir uns an der Stelle enthalten, obwohl wir mit dem Regelungskern, der jetzt hier angesprochen ist, einverstanden sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also, diese Novelle des Landesaufnahmegesetzes wäre jetzt mal eine gute Gelegenheit gewesen, endlich verbindliche Vorgaben einzuführen, was die Qualität und die Unterbringung, die menschenwürdige Unterbringung und die integrationsfördernde Unterbringung von Geflüchteten betrifft. Ich bedauere, dass diese Chance vertan wurde, obwohl in der Anhörung zu dem Gesetzentwurf eindringlich auf diese Lücke hingewiesen wurde. Dieser Gesetzentwurf beschränkt sich weitgehend auf fiskalische Aspekte und berücksichtigt ausschließlich Verhandlungsergebnisse zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden über Höhe und Modalitäten der Kostenausstattung. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass die Landesregierung die Kritik der Wohlfahrtsverbände und der Flüchtlingsorganisationen an der Unterbringungssituation zumindest thematisiert hätte. Aber weder in den Verhandlungen mit den Interessenvertretungen der Gebietskörperschaften wurde darauf eingegangen, noch wird es in diesem Gesetzentwurf irgendwie geregelt. Diese Ignoranz ist eigentlich nicht akzeptabel. In vielen Kommunen Hessens sind Flüchtlinge gezwungen, jahrelang in überfüllten Gemeinschaftsunterkünften zu leben. Ich möchte hier einmal kurz aus der Stellungnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte zitieren. Also, Zitat: Auseinandersetzungen um Koch-, Reinigungs-, Wasch- und Trockengelegenheiten sind vorprogrammiert. Konflikte unter den Erwachsenen entzünden sich auch am Verhalten der Kinder, etwa wenn sie in den Fluren und Wohnräumen spielen. Bedürfnisse von Einzelpersonen oder Familien nach Wohnraum, Privatsphäre und Gemeinschaftsräumen werden nicht berücksichtigt. Besonders Frauen sind in solchen Unterkünften erhöhter Gefahr von Belästigungen und sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Kindern und Jugendlichen fehlen Spiel-, Bewegungsmöglichkeiten, und Lernlust und Lernerfolg der Minderjährigen leiden schon allein wegen des Lärmpegels. Zitat Ende. Diese Form der Unterbringung, meine Damen und Herren, wirkt isolierend, behindert die gesellschaftliche Teilhabe, führt zu psychischen Belastungen und oft auch psychischen Erkrankungen, unter denen wieder besonders die Kinder leiden. Die verwendeten Unterkünfte sind oftmals in architektonischen Auslaufmodellen untergebracht. Durch die Belegung mit Geflüchteten bringen sie ihren Eigentümern noch einmal eine gute Rendite. Einen Eindruck von der konkreten Situation vor Ort vermittelt z.B. eine Dokumentation auf der Homepage des Hessischen Flüchtlingsrats. Da werden Flüchtlinge in Autogaragen gezeigt oder im Wald, ewig entfernt von Einkaufsmöglichkeiten und der Schule und ohne Busverbindung. Jetzt mögen Sie sagen, das sind krasse Fälle, aber auch in den Unterkünften in den Kommunen steht nicht alles zum Besten. Schauen Sie sich einmal den Bericht von de facto vom 4. Dezember über die Unterkünfte in Bad Vilbel an. Oder gehen Sie einmal nach Karben in den Spitzacker. Das sind Unterkünfte, die habe ich selbst gesehen, meine Damen und Herren. Und sie sind in einem desolaten Zustand. Und es liegt auf der Hand, dass Isolation und beengte Unterkünfte ohne Privatsphäre weder den Menschen besonders gut tun, noch in irgendeiner Form förderlich sind für die Integration in die Gesellschaft und Arbeitswelt. Und die Die Landesregierung muss sich endlich verantwortlich zeigen für Unterbringungsstandards, die den menschenrechtlichen Verpflichtungen Hessens gerecht werden. Es kann nicht sein, dass die Unterbringung von geflüchteten Menschen rein fiskalisch unter dem Gesichtspunkt der Kostenminimierung betrachtet wird. Wir brauchen dringend verbindliche Regeln zu den Standorten der Flüchtlingsunterkünfte und zu den Standards in den Unterkünften. Es gibt zahlreiche Vorschläge von Wohlfahrtsverbänden, von UNICEF oder vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Auch wir haben hier schon zahlreiche Initiativen ergriffen. Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Hamburg haben bereits Mindeststandards formuliert. Und Hessen sollte hier endlich nachziehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Roth, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch hier gilt die gleiche Vorbemerkung. Ein so umfangreiches Gesetz mit sehr vielen Detailregelungen kann man nicht innerhalb von 6 Wochen, zumindest nicht als Oppositionspartei, durchziehen. Da sind wir uns auch
darüber im Klaren gewesen, und ich glaube, das bestreitet auch niemand. Besonders ärgerlich ist bei diesem Gesetz, und das hat der Landkreistag sehr deutlich gemacht, dass es eine Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden gibt, die davon ausgingen, dass dies, die gilt ab 01.01.17, dass dann zeitnah dieses Gesetz kommt. Die kommen jetzt in die Situation, rückwirkend, wenn das Gesetz im Dezember jetzt in Kraft gesetzt wird, kommen die in die Situation, womöglich, bis alles zusammengetragen ist, 15 Monate rückwirkend abrechnen zu müssen. Das haben Sie deutlich benannt, und das ist, will ich hier wenigstens genannt haben, mehr als ärgerlich. Zwei Punkte zum Gesetz selber. Der Landkreistag hat seinerseits sehr dafür geworben, dass in das Gesetz aufgenommen wird der Familiennachzug. Der zweite Punkt, den ich meinerseits angesprochen habe, sowohl in der Anhörung wie in der auswertenden Sitzung, ist der Punkt, und ich verstehe es nicht, auf Landesebene legen wir sehr großen Wert, dass wir entsprechende Standards, manchmal sagen wir Mindeststandards, haben. Aber dass die Standards der Unterbringung, eben sind ein paar Dinge dazu genannt worden, ich muss mir das nicht alles zu eigen machen, aber dass wir die Standards im Gesetz vereinbart hätten, aufgenommen hätten, das wäre mehr als wünschenswert. Und deshalb behalten wir uns auch hier vor, im kommenden Jahr entsprechende ergänzende Gesetzesänderungen einzubringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bocklet, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch hierzu haben wir schon in erster Lesung ausführlich diskutiert. Lassen Sie mich deshalb noch einmal festhalten, wenn wir über die Aufnahme von Flüchtlingen in diesem Land sprechen, dass wir als Land, wie viele Kommunen und viele Menschen insgesamt in diesem Land, also auch die Landesregierung, eine Fülle von Maßnahmen, Aktivitäten und Mitteln bereitgestellt haben, die es uns überhaupt erst möglich gemacht haben, eine gute Integration, eine gute Aufnahme und eine gute Versorgung von Flüchtlingen überhaupt erst zu ermöglichen. Ich bin all denjenigen sehr dankbar, die seit nunmehr über zwei Jahren daran arbeiten, dass jeder Flüchtling, der hierher kommt, gut aufgenommen, gut versorgt und gut betreut wird. Das muss man an dieser Stelle zunächst einmal sagen können. Das Land Hessen selbst hat zunächst 1,3 Milliarden € im zweiten Paket mit 1,6 Milliarden € für die Unterbringung, für die Versorgung, für die Betreuung, die Integration in den vielfältigsten Bereichen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, bildungspolitischen Maßnahmen, Wohnungspolitik und vieles andere mehr eine unfassbare große Fülle von Maßnahmenmitteln vorgesehen und vorbereitet. Und dazu gehört als ein Mosaikbaustein natürlich auch die Verabschiedung der Pauschalen für die Kommunen. Und Kollege Bartelt hat es gesagt, diese Pauschale ist ein Bestandteil des großen Aktionsplans, der bedeutet, dass wir uns der Verantwortung bewusst waren, dass die reale Integration vor Ort stattfindet bei den Kommunen. Und deswegen war auch von Anfang an die Haltung eine großzügige Haltung, wenn mit den Kommunalen Spitzenverbänden darüber verhandelt wurde, wie groß denn die große oder die kleine Pauschale ist. Da war zu jeder Situation die Stimmung die, dass wenn die Kommunen Bedarf angemeldet haben, dass wir nicht ins Kleingedruckte steigen wollten und sagen, na ja, kann man es noch ein bisschen billiger machen. Nein, es war eine absolut großzügige Haltung innerhalb der Verhandlung. Die war so großzügig, dass der Landesrechnungshof am Ende des Tages dann noch feststellte, na ja, eigentlich kriegen die Kommunen zu viel. Aber ich habe mit dem Landesrechnungshof als Zeugen immer so ein bisschen meine Probleme. Das werde ich auch in dieser Situation nicht als Zeuge heranführen. Aber ich will zumindest mal sagen, wir haben da wohl nicht zu kleinkariert agiert, sondern es gibt wohl eine großzügige Ausstattung der Kommunen mit den Pauschalen. Und daran gibt es meines Erachtens auch wenig auszusetzen. Deswegen ist dieses Gesetz, auch so wie es gefasst ist, richtig und gut. Danke. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir setzen mit dem Gesetz um, was wir mit den Kommunalen Spitzenverbänden in
langen Verhandlungsrunden vereinbart haben. Das ist ein Verfahren, das sich schon vor anderthalb, knapp zwei Jahren bewährt hat. Es hat sich auch dieses Mal bewährt. Und wer die Gelegenheit hatte, an der Verabschiedung von Herrn Präsidenten, jetzt AD des Landkreistages, Landrat AD Pieper, teilzunehmen, der in seiner Rede dort noch einmal den Werdegang dieser Vereinbarung besprochen hat, wird sehen, dass das eine 1-zu-1-Umsetzung der vereinbarten Punkte ist. Ich will zu drei Punkten etwas sagen. Der erste Punkt ist, ja klar, das war nie eine Erweiterung des Personenkreises im Bereich des Landesaufnahmegesetzes Gegenstand der Beratung und Vereinbarung. Das kann auch nicht sein, dass ein Landesaufnahmegesetz sämtliche Personengruppen mit Fluchthintergrund aufnimmt und diesbezüglich eine Aufnahmepflicht der Kommunen normiert. Dass eine solche Forderung kommt, das wissen alle auch, hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass dann die Kommunen ebenfalls einen Anspruch auf eine entsprechende Pauschale bei dem Land auch für Familien nachzugelten gemacht wird. So etwas müssen wir noch verhandeln. Das war nicht Gegenstand der Verhandlungen. Das Zweite ist, das Gesetz wird insgesamt in 2019 zu evaluieren sein. Dann werden wir auch über die Frage von Standards, über die wir uns intensiv schon auseinandergesetzt haben, noch einmal reden. Und das Dritte ist, ja, es hat lange gedauert. Es hat aber deswegen auch lange gedauert, im Interesse der Kommunen eine Satzungslösung letztendlich auch rechtssicher zu machen, die dazu führen kann, dass die Kommunen KDU-Mittel, also Wohngeldmittel, abrufen können, auch für Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Das entlastet die Kommunen massiv von finanziellen Aufwendungen. Aber wir mussten eben die Rechtssicherheit herstellen, dass es länger als drei Monate rückwirkend geht. Das hat leider relativ lange gedauert. Das weiß ich. Allerdings, der Städtetag hat Mustersatzungen schon bereits im Geschäftsgang, die sofort beschlossen werden können. Ich habe dem Landkreistag empfohlen, sich einfach diese Satzungen einfach als Blaupause zu nehmen und ebenfalls in ihren Kreistagen möglicherweise Vorratsbeschlüsse zu fassen. Wenn das Gesetz heute die Zustimmung des Gesetzgebers bekommt, kann das auch noch umgesetzt werden. Insofern ja, ein Stück mehr Aufwand. Allerdings war es im Interesse der Kommunen, dass wir die Rechtssicherheit an dieser Stelle herführen wollten. Alle anderen Einzelheiten auch der Rede zu entnehmen, die ich dem Protokoll gebe. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr und rufe auf, den Gesetzentwurf zu Tagesordnungspunkt 32 zur Abstimmung. 36, Entschuldigung, zur Abstimmung. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen? Das ist die Fraktion der LINKEN. Enthaltungen? Die Fraktion der SPD und der FDP. Damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.